Schavi, 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 wir machen jetzt weiter. Beziehungsweise wir machen jetzt mal was ganz anderes. Wir brauchen ja Schafe, ne? Wer hätte es gedacht? Für die Schafe müssen wir was machen. Wir müssen uns Leinen holen. Wir holen uns auch tatsächlich nur 4 Schafe. Ist wahrscheinlich Nacht. Naja, was? Das ist regnen. Okay, das ist nicht ganz so schlimm. Das ist tatsächlich aushaltbar. So, hier in die Richtung wollen wir. War schon richtig. Zack, zack, zack. So, wunderschön. Das ist schön, wenn man hier so wunderbar drüber fliegen kann. Zack, zack, zack. Wir brauchen 4 Schafe, die wir mitnehmen. Und zwar können wir eigentlich 1, 2, 3 und 4. Das spielt eigentlich vollkommen gar keine Rolle, welche 4 wir mitnehmen. Wir nehmen Hauptsache euch mit. So, zack. So, und zwar nü. Zack. So, wir haben dich 4 mit. Was wir jetzt machen können, ist, wir lassen euch mal ein bisschen freilaufen. So, wir wollen nämlich dieses eine Schaf. Das soll nämlich nicht verloren gehen. Das geht jetzt hier lang und soll hier mit rein. Komm, put, 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 put. Schäfchen, komm. Ja, komm, komm. Dankeschön. Dann müssen wir hier nochmal raus. Zack. Und dann können wir jetzt nämlich 1, 2, 3 und 4 Schäfchen mitnehmen. Sehr schön. Kommt mit, meine Schäfchen. Kommt mit. Schön, dass wir einen riesen Weg gebaut haben. Da dürft ihr mir jetzt schön folgen. Licht kommt auch noch irgendwann, ich weiß. Zack, zack. Zack, komm, put, 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 komm, Schäfchen, komm, 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 komm. Das ist nämlich schon einer der kleinen wenigen Vorteile. Warte mal, wir gehen hier lang, weil dann haben wir nämlich nicht das Problem, dass wir... dass wir die gleich durch die Dinger da durchwürsteln müssen. Genau. So. Komm mit, komm mit, komm mit, komm mit, komm mit nach hier. Oh. Oh, da hat ein Schaf ein bisschen Schaden bekommen. Naja. Das ist nicht so schlimm. Das ist nicht so schlimm, kommt mit. Im Sprint geht das tatsächlich. Wunderbar. Zack. Kommt mit. Ah ne, nicht da rein. Also da ist Tabu. Da ist tatsächlich Tabu. So, wir müssten jetzt hier nochmal ganz kurz einen kleinen Bereich machen. Wo die Schafe nicht runterfallen können. Zack. Und wo sie nicht raus können. Das ist vielleicht ein bisschen doof. Vielleicht müssen wir den doch mal kurz woanders machen. Weil hier wollen wir nachher noch Schafe reintransportieren und bauen. Ah, wohin mit euch? Wohin mit euch? So, wunderbar. Wir gehen wieder zurück. So, wohin mit euch? Wir brauchen Platz. Pff, gibt keinen Platz. Wir könnten einfach mal hier was hinbauen. Und zwar so. Lassen euch hier rein. Ihr braucht ja nichts zu essen. Das ist ja egal. Also kein Gras. Das würde nur die Kleinen schneller wachsen lassen. Und zu guter Letzt können wir alle Dinger hier abmachen. 1, 2, 3. Nee, 3. 3, 3, 3, 3. Zack, zack, 4. Wunderschön. So, was wir jetzt so brauchen, ist dann Weizen. Was will ich mit Leder? Verrat mir das mal ganz kurz. Keine Ahnung. Ich weiß es nicht, ich weiß es nicht, ich weiß es nicht. Ich könnte auch gerade mal kurz den Gravel hier reinschmeißen. Nee, den Stein nicht. Den Gravel. Und der eine Erde.
die eine leere Schalkerbox, die können wir tatsächlich hier mal unser Lager wieder reinschmeißen. Die ist ja voll unnötig bei uns im Inventar. So. Wir brauchen Weizen. Weizen holen wir uns am einfachsten. Keine Ahnung, lebt eigentlich unsere Farm da unten noch? Wir waren schon so lange nicht mehr da unten, also so gefühlt. Juhu, zack. Also hier ist auf jeden Fall jemand am Abernten. Und hier ist tatsächlich sowas am Fahren. Aber das Minecraft fährt noch, okay. Also er würde theoretisch gesehen auch arbeiten. Gut, das ist ja nicht ganz so wichtig. Aber die arbeiten noch. Na gut, wir haben jetzt auch gar nicht so viele Folgen. Wir waren ja auch ein bisschen unterwegs. Ne? Dann wächst ja auch nichts, weil wir müssen ja irgendwo aktiv da sein und alles. Ne? Wunderbar. Und zack. Und hier nach oben. Und zack. Und doch, die Richtung war richtig. Da können wir die Sachen nämlich da reinschmeißen. Wunderbar. Geht das auch alles an. Und das Schöne ist ja jetzt, wir können jetzt hier zack, zack, 3, 4. Wenn wir jetzt mal kurz in den Statistiken gucken. Items, Mobs, ne. Irgendwie Times Brett oder so. Ne, ich weiß es nicht. Time, wie heißt das denn? Ja, es lebt im Bett 1014 Mal. Nicht schlecht. Timeplay 13,57 Tage. Nicht schlecht. Das sind, wenn wir das mal kurz ausrechnen, dann sind das 13,57 mal 24, das ist 300 Stunden. Nicht schlecht. Also 325. Ja. Der ist eigentlich egal. Finden wir schon irgendwann. Zwei Babyscheibchen, hallo. Wir könnten die jetzt natürlich auch verfüttern oder sowas, aber. Nee. So, und bevor wir jetzt irgendwie was weitermachen, wir schmeißen nochmal kurz die Redstone. Warum habe ich drei Kompasse im Inventar? Wo habe ich die eigentlich her? Und warum habe ich die im Inventar? Weg damit. Wir schmeißen mal Redstone-Gedönses hier raus. So, zack, und dann haben wir nämlich die anderen Sachen so weit im Inventar. Und jetzt können wir nämlich tatsächlich hier einmal freigraben. Und hier definitiv auch freigraben. Und zwar alles, was wir an Freigraben haben wollen. Und zwar ist das nämlich das da, was wir frei haben wollen. Und da kann man hier nämlich rein theoretisch gesehen den Gravel mitnehmen. Und die Fackeln irgendwie mal auf dahin packen. Den Gravel können wir ruhig mitnehmen. Das ist schon lustig, wie der hier sich verteilt hat über die Zeit. Ne? Ich meine, ist ja so als Fun Fact, waren ja alles älter Männer. Ne? So. Bei Gravel brauchen wir sowieso später, wenn wir einmal noch ein bisschen konkret herstellen wollen, dann brauchen wir den auf jeden Fall. Sand haben wir nämlich definitiv mehr wie genug da. Also entweder waren die Endermänner fleißig oder das war damals schon so komisch generiert. Ich kann es mir nur nicht vorstellen, aber gut. So, wir wollen hier nämlich jetzt eine Volumenfläche machen von 3. Das heißt, sprich, das hier wird jetzt auch einfach mal mit voll gemacht. Die Frage ist jetzt, wie weit wir das hier voll machen müssen. Ich meine, das ist jetzt die vierte Lagerreihe, die ist halt nicht ganz so wichtig. Aber gut. Wir machen sie dann halt mit, wenn wir sie gerade machen. Was haben wir eigentlich, wenn wir jetzt mal kurz in Statistiken reingucken. Items, Mobs, ne Items. Times used, Stein. Also haben wir wahrscheinlich 31.000 Steine gesetzt, hoffentlich. Zack, zack, zack. So. Wunderschön. Also ich meine, 31 Steine setzen ist ja auch nicht gerade wenig, ne? Das darfst du ja auch nicht vergessen.
Zack, zack. Das ist ja auch nicht gerade wichtig. Aber wenn man jetzt die ganzen Steinwände, sag ich mal, anguckt, die wir da so produziert haben. Da haben kein Stein mehr übrig. Gut, dann müssen wir erstmal noch ein bisschen Stein farmen. Ja, wir wollen wir auch frei machen. Bis hierhin wahrscheinlich irgendwo. Erstmal. Und dann mal eine Fackel setzen für Licht. Zack, 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 zack. Wunderschön. Zack, 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 wunderbar. Hallo, 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 lass mich doch bitte ein bisschen hier hin. Danke. So, wir müssen jetzt erstmal hier noch ein bisschen Steine setzen. Dann hätten wir das nämlich definitiv schon fertig. Hier geben wir erstmal noch eine Fackel zusätzlich. Nein, 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 das nicht. Das zusätzlich setzen, so, zack, zack, zack. Dann können wir hier noch ein paar Steine, die wir nachher abbauen. Wunderbar. Genau. Das können wir nämlich jetzt schön ganz entspannt hier alles abbauen. Und da kann man nämlich hier wunderbar eventuell mal hier, weil man hier ja keine Linie hat. So, zack, zack. Wunderbar. Schritt für Schritt. Abbauen. Weg damit, weg damit, weg damit. Weg, 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 weg. Wunderschön. Das passt 1A dahin. Wunderbar. Drei, zwei, eins und wir sind gleich fertig. Yeah. Nein, noch nicht ganz. Nu, zack, zack, zack. Das, ach, das ist ja dieser eine Stein im Weg. War doch klar. So. Mitnehmen, was geht. Und dann können wir noch mal kurz unser Inventar leeren. Ja, leeren. Wir leeren das am besten, indem wir den rausschmeißen, das rausschmeißen. Stein schmeißen wir am besten mal so raus. So. Und dann hier auch noch mal was rein. Ja, das ist ja schon fast durch. Einmal kurz die Sachen einsammeln. Muss ja nur funktionieren, das Ganze. Muss nicht schön sein. Schöne Sachen bauen wir irgendwann mal oben drauf. Wunderbar. Wunderbar, wunderbar, wunderbar. Weil wir jetzt hier, sag ich mal, jetzt, also wir müssen jetzt hier planen. Das ist nämlich die letzte Reihe. Das würde bedeuten für uns, wir müssen tatsächlich von hier bis hierhin quasi backbauen. So. Zack und noch ein. Und dann das Ganze hier auch rückwärts. Zack. Ja gut, der kann eigentlich weg. Das ist eigentlich gar nicht so wichtig. Weil das kommt nämlich dann alles hier hin. Zack, zack. Also welche Richtung das nachher gefördert wird und dann nach oben und dann da oben rein, sehen wir noch. Das sehen wir dann noch. Das würde bedeuten, wenn wir jetzt quasi hier die Trichter nehmen würden, und wahrscheinlich brauchen wir wieder mehr Trichter, wie wir wollen. Könnte ich mir sehr gut vorstellen, dass wir mehr brauchen. Die können wir auch erstmal hier wegbauen, weil das ist eigentlich... Ja, weiß ich nicht. Doch, wir müssen sogar noch eine Straße hinbauen. Ha. Wir müssen gleich gucken, dass wir die schön und ordentlich... Dass wir wenigstens ein paar Blöcke haben, wo wir noch Markierungen haben. Also die Reihe müssen wir auf jeden Fall definitiv aufheben. So. Was bedeutet für uns? Wir müssen hier so zack, 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 zack. Zack. Und dann hier weiter in die Richtung.
Wunderschön. So, und dann Hilders hier noch voll machen. Und dann wird das nachher ein riesiger Glaskasten. Wunderschön. Der ist ganz wichtig. Also man hätte auch theoretisch gesehen, sich ein paar sparen können. Bad Richter. Und hier immer zur Seite gehen und dann halt eine Straße. Macht auch irgendwie Sinn, ne? Macht auch eigentlich Sinn, ne? Doch, macht wirklich Sinn. Das ist ein guter Einwand. Hoch. Das ist ein sehr guter Einwand. Das machen wir auch. Weil, da ist ja nicht so ein hoher Itemverkehr, sag ich mal. Dass die, jetzt plötzlich. Oh, hoho. Dass die jetzt plötzlich sagen müssen, wir haben hier ein paar Items pro Sekunde hier an Produktion. Das wäre halt dann auch zu viel, ne? Das wäre auch zu viel des Guten. Deshalb haben wir das hier so und dann können wir das nämlich gleich. Ah, ne, warte mal, die Straße, die ist schon richtig. Die muss da bleiben. Denn hier machen wir jetzt einfach so und gehen halt von hier. Hier rüber und gehen halt nach da, weil wir haben doch einen kürzeren Weg. Ist doch ganz einfach. Und wenn wir jetzt hier rüber gehen, zack, zack, zack und zack, alles so machen, ist doch der Weg viel kürzer, wie wenn wir mit jedem Trichterweg nach vorne gehen würden. Haben wir sogar ein paar Trichter gespart. Und guck, wir haben jetzt noch 19 übrig. Wir hatten vorher schon den Stack quasi angebrochen. Also dementsprechend seht ihr, es ist definitiv günstiger, den Weg so zu gehen. Also muss ich ja quasi nur drei Blöcke zur Seite gehen. Und ich habe jetzt, ich habe noch nicht alle mitgenommen, okay. Na, vielleicht ist das sogar fast gar nicht günstiger. Also nicht günstiger, aber auch nicht teurer. Und wir sind schon hier gebündelt an der einen Stelle. Und müssen uns nicht mehr überlegen, wo wir raus oder rein wollen. Aber wir sind trotzdem günstiger, weil wir hatten nämlich eben auf jeden Fall ein paar mehr und wir hatten noch eine Reihe zulegen. Das würde ja dann auch auf jeden Fall so passen. Das heißt, das sind die Knotenpunkte quasi. Hier können wir erstmal wieder zumachen. Da auch. Die Sachen brauchen wir nicht mehr offen. Zack. Wunderschön. Zack, zack, zack. Wunderbar. Gut, das war mal wieder eine wunderschöne, mega extrem die Folge. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Wenn es gefallen hat, dann lasst doch eine positive Bewertung oder ein Abo und bis zur nächsten Folge. Ciao, Leute.